Ich bin froh, dass ihr heute da seid. Ich wollte mal gerne ein bisschen darüber meditieren, was das Kamelparadox ist. Das Pearl-Paradox, dass wir eigentlich eine Sprache haben, die sehr viele Features bietet, fast alle, die wir brauchen, die sich aber trotzdem auf dem Markt schlecht durchsetzt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und wie man die Sache von einer anderen Seite aus betrachten könnte. Um einen Überblick zu geben, ich möchte mal kurz auf die Paradoxie, wie sie sich für mich darstellt. Würde es euch stören, wenn ich die Tür... Ach so. Die Paradoxie, wie sie sich für mich darstellt, sehe, dann ein bisschen auf die Geschichte von Pearl eingehen, auf die Player, auf die man eingehen müsste und auf ihre Bedürfnisse und wie man den Spagat eventuell schaffen könnte. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote anfangen. Vor einigen Jahren hatte ich ein Gespräch mit einem Projektmanager. Ich habe den privat getroffen in einem Café bei einem, ich glaube, es war ein Couchsurfing-Meeting. Und da hat er mir, so, was machst du? Ja, ich bin im IT. Ach ja, ich bin auch in der IT. Das ist so, das ist eine normale Umgebung, wo man dann anfängt, drumherum zu verstecken mittlerweile, dass man mit Pearl arbeitet. Und da sagt er, ach Pearl, ja, kennt er. Furchtbare Sprache, musste er an der Uni lernen. Und ich, aha, ja, und was würde er denn so einsetzen? Ey, Java ist geil. Ich meine, Java, riesige Bibliotheken, sauberer Syntax, IDE-Unterstützung und die Tools sind wirklich wichtig in Java, weil die meisten Entwickler dort, die können Java nicht mehr mit VI programmieren, also ich meine mit einem simplen Editor programmieren, sie brauchen eine IDE. Ohne IDE-Unterstützung geht's nicht. Und er sagt, ja, Standardlehrsprache und so weiter. Und ich? Ja, und ich sagte, naja, zugegeben, IDEs erlauben Ergebnisse zu erzielen, ohne sie wirklich zu verstehen. Und er, ja, und dann hat er mir weiter so erzählt, Java, Java, Java. Und dann, nach einer halben Stunde später, Bash ist geil. Also Bash liebt er noch mehr als Java. Es ist einfach etwas eintippen, man hat sofort interaktive Ergebnisse. Es hat intuitiven Kurzsyntax und es do what I mean. Meine Reaktion, nein. Meine Reaktion war, das ist so viel zum Thema PDF, funktioniert überall. War sehr erstaunt. Ich habe mir gedacht, what the fuck? Ich meine, er kann mir einerseits erzählen, dass er Java wegen der geilen IDE-Unterstützung braucht und andererseits, dass Bash so eine geniale Do-What-I-Mean-Syntax hat. Und die Situation momentan, wenn man sich jetzt anguckt, was sind die beliebtesten E-Learning-Sprachen, also wenn man E-Learning-Angebote sucht, dann muss man sie verkrampft suchen, um Pearl zu finden. Man findet hier sehr viele Angebote für Python, für Pearl ist es wirklich scheiße, ja. Man findet zu Bash sehr viele Angebote, Ruby, C++, SQL, das ist jetzt nur Codecademy, aber ich finde auch auf anderen Plattformen was zu viel, auch viel zu Ruby, zu C und so weiter, Pearl sehr schwer zu finden. Wie kann es sein, einzelne Sprachen, die für sich genommen viel weniger können als Pearl? Moment mal, ich versuche mal den Cursor hier rauszunehmen. Nein. Das ist ein Mac. Aha. Das ist das iOS. I wie Igitt. Wie kann es sein? Einzelne Sprachen, die es für sich genommen viel weniger können als Pearl. Ich meine, Bash skaliert schlechter als Pearl. Man kann mit Bash sehr schön anfangen. Man kann auf der Command Line ein paar Befehle. Okay, das schmeiße ich in ein Skript rein. Wehe, das Skript wird länger als 20 Zeilen. Python und JavaScript taugen wenig als Bash-Ersatz. Sie haben einen so steifen Syntax, dass man das nicht auf der Kommandozeile nehmen möchte. JavaScript ist so rudimentär, Baby Pearl, dass es ständig neue Metasprachen vermarktet werden. CoffeeScript und Schlag mich tot. Ich habe mal nachgeguckt auf einer Wikipedia-Seite, wie viele Metasprachen es gibt, die zu JavaScript komponieren. Ich rede nicht von externen Sprachen wie Python oder so. Ich rede von JavaScript-Extensions. Ich könnte die gar nicht aufzählen in den ganzen Slides. PHP ist inkonsistent designed, dominiert aber den Webmarkt. Es geht aber auch um Dominanz.
Und Ruby, Slogan Pearl Done Right, ist dezidiert aufgetreten damals, um Pearl zu kopieren. Mit einem Smalltalk-OO-Konzept. Pearl hingegen tanzt auf allen Hochzeiten. Man kann Pearl als Einzeiler benutzen, man kann es in der Command-Line-Interface sehr gut benutzen, man kann es für Scripting benutzen, also für kurze Skripte. Es hat objektorientierte Programmierung, funktionale Programmierung, modulare Programmierung, Großprojekte mit hunderten von Abhängigkeiten als Glue-Language. Ich habe nicht alles aufgezählt, wo Pearl Einsatzgebiete hat. Und trotzdem haben wir diese Paradoxie. Was mich an Pearl fasziniert, im Gegensatz zu iOS-Fähigkeiten PDF darzustellen, ist seine Flexibilität, weil was mich von Anfang an Pearl fasziniert hatte, war, dass ich nur eine Sprache lernen muss, um alle diese Gebiete abzudecken. Was der Markt aber scheinbar verlangt, sind einzelne Domänensprachen, die einzelne Gebiete abdecken. Und es ist auch wirklich so, dass andere Leute dann, sehr viele Leute mit Pearl überfordert sind. Die ganzen Fähigkeiten, die Pearl hat, von der Kurzsyntax bis zur modularen Einsatz, kommen sich gegenseitig leicht ins Gehege. Und ich möchte dann jetzt im Weiteren auch auf die Multiplikatoren eingehen, die heutzutage im Markt wichtig sind. Denn meine Thesen im folgenden Talk ist, Pearl hat ein chaotisches Profil. Diese Flexibilität muss aber besser gemanagt werden. Konflikte müssten in dem heutigen Marktzusammenhang müssen identifiziert werden und aufgelöst werden. Multiplikatoren sollten überzeugt werden. Multiplikatoren zu überzeugen ist wichtiger als neue Features einzubauen. Also einige Features wären sehr wichtig, aber die Multiplikatoren sind wichtiger. Und wir müssten die Begrifflichkeiten redefinieren und besser vermarkten und von einer 90er-Sprache in eine aktuellere Sprache übergehen. Im Schlusstext, wie könnte man aus den Nachteilen einen Vorteil machen? Dazu möchte ich mal kurz auf die Geschichte von Pearl eingehen und definieren, was ich mit Multiplikator meine. Pearl, wie es sich für mich darstellt, hat angefangen in den 90ern mit Pearl 4 als Bash on Steroids. Weil der Ersteinsatz von Pearl war eine Skriptsprache, wo Seed und Org miteinander gleichzeitig verheiratet werden, die ganzen Regex-Sachen und so weiter. Ein komprimierter Shell-Syntax, alles was in Bash geht, geht in Pearl auch. Sehr viel Magic, sehr viel Do What I Mean. Und es ist bei Sys-Admins eingeschlagen wie geschnitten Brot. Weil sie konnten sich verschiedene Tools, die sie bisher hatten, mit Pearl ersetzen. Und zusammen mit der Open-Source-Kultur war Pearl bald überall verfügbar. Es war auf allen Systemen verfügbar. Und damals gab es einfach nur Mainframe, Unix und Windows. Das waren die Systeme damals. Als Pearl 5 aufkam, war man dann schon ambitionierter. Man bockte sehr viele Neuerungen auf, aber man wollte zu Pearl 4 weiterhin backwards kompatibel bleiben. Die ganzen also ich glaube 99% aller Pearl 4 Skripte laufen weiter auf der Pearl 5 Engine. Das hieß, man führte zwar einige Neuerungen ein, wie zum Beispiel Use, Module gab es bei Pearl 4 gar nicht. My and Our, um dann Scopes zu haben und die Bereiche für die ganzen Variablen einzuschränken. Closures, funktionale Konzepte, Strict. Das OO-Konzept ist tatsächlich von Python geklaut worden, laut Larry. Und er hat so angepasst mit Bless und Package statt Class, dass man es in Pearl so reinfummeln kann. Und Module erlaubten damals erst größere Projekte und damals kam erst CPAN auf. Und die Verbreitung zu CPAN? Gar nichts. Ich kann dir die Geschichte von CPAN schicken, also es gab damals nicht viel. Du konntest dir manuell Sachen zusammenklauen aus irgendwelchen Webseiten, also FTP, Gopher und so weiter. Dann die Verbreitung von Pearl hat damit zu tun, dass der Internetboom damals anfing, der IT-Boom. Und es gab nicht genug Entwickler für diese ganzen Anforderungen, für diesen ganzen Boom. Also hat man sich an die Sys-Admins gewendet.
Und die Sys-Admins waren die Multiplikatoren, die Perl dann in diese ganzen Bereiche mit reingeschleppt haben. Die CGI ist basically mit Perl geboren worden. Und weil die ganzen Entwickler, die man sich von der Uni geholt hatte, die konnten C, Java, Pascal damals. Das war in den 90ern, wurde das in der Uni unterrichtet. Und mit C-Programmen, mit C Web-Applikationen zu schreiben, hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und Perl hat das einfach verdrängt, hat das weggeschossen. Die Sys-Admins haben angefangen, CGIs in Perl zu schreiben. Dann hat sich das in der Bioinformatik durchgesetzt, Data Extraction und Reporting sowieso, RegEx-Einsatz und SQL-Anbindung und so weiter. Perl tanzte bald auf allen Hochzeiten und die Sys-Admins waren die entscheidenden Multiplikatoren für Perl dann. Aber mit diesem Zugang hatten wir dann logische Brüche. Perl 4 ist perfekt auf die Domäne Shell und CLI und Script ausgelegt. Spezialvariablen, Do-What-I-Mean-Syntax, Magic, hocheffizientes Arbeiten, auch wenn man Arbeiten normalerweise mit großem A schreibt. Aber Perl erlaubte viel komplexere Projekte und Techniken. Aber wir haben uns damit dann auch komplexe Hypotheken mit eingebaut. Zum Beispiel Spezialvariablen. Spezialvariablen, das ist jetzt einfach nur mal einige Spezialvariablen, die es im RegEx-Einsatz gibt. Die basieren auf Satzzeichen. Intuitiv, super. Einzeiler, super. Wenn man die drauf hat, kann man super schnell mal ohne groß nachzudenken was hinschreiben. Aber für ein größeres Projekt, wo man sich einen Programmierer heranziehen muss, wo man ihn ausbilden muss, ist es schwer zu merken, schwer nachzuschlagen, versucht mal eine IDE aufzubauen, die das dann immer alles sauber auflöst und man hat auch noch Parsing-Probleme. Ich könnte einige Beispiele nennen, wo dann Perl dann ins Stolpern kommt, ob das jetzt eine Variable ist oder irgendein anderer Syntax. Andere Sprachen realisieren das dann als Attribute eines Regex-Objektes. Sowas kann man natürlich in einer IDE besser abfangen. Anderes Beispiel, Diamond Operator. Der Diamond Operator ist überladen mit zwei Funktionen. Es ist einerseits das Lesen von einem File-Handle und andererseits, um File-Blobs zu machen, um dann hier zu gucken, was, also wirklich ein typischer Shell-Einsatz, welche Files sind das. Die Unterscheidung erfolgt do what I mean, abhängig vom Inhalt innerhalb dieses Diamond-Operators und scheitert manchmal. Wohlgemerkt, es gibt bereits explizite Alternativen, auch ich habe Probleme mit dem großen A. Readline und Glob. Es gibt explizite Kommandos, um das zu machen. Und so ist es, wie das andere Sprachen machen. Die benutzen halt nicht den Kurzsyntax, die machen das dann komplett. Jedenfalls solltet ihr mir jetzt keine Fragen mehr dazwischen stellen, weil ich nur noch 5 Minuten habe und die Hälfte des Vortrags noch. Also, die Hypotheken sind jetzt klar. Wir kommen mit fehlender Orthogonalität. Ich weiß nicht, ob wer von euch das schon mal eingesetzt hat. Das ist zum Aliasing gedacht. Das funktioniert nur mit globalen Variablen. Natürlich nicht mit lexikalischen Variablen. Orthogonalität gebrochen. Entwickler vermischten Perl 4-Konzepte, Spezialvariablen, ohne sie mit Local zu benutzen. Natürlich, Dokumentation für Perl 4 war schon vorhanden. Die haben sie einfach abgeschrieben. Source Code wurde immer schwerer zu warten, Dokumentation und Perl Docs immer komplexer. Konsequenz, höhere Anforderungen an die Entwickler. Nun, wer sind die Multiplikatoren heute? Ich hatte jetzt darauf hingewiesen, die Sys-Admins haben damals die tragende Rolle übernommen. Heutzutage haben wir ein viel komplexeres Umfeld. Heutzutage wird nicht nur C und Java an der Uni unterrichtet. Lehrer in den Schulen und Akademiker bieten Kurse an. Und diese Kurse werden von Studenten und Schülern gesehen. Was früher Basic war, ist heute in weiten Teilen Python oder JavaScript. Autodidakten und Hobbyentwickler sind spaßgetrieben. Berufstätige Entwickler, das sind dann jobgetrieben, das sind 9-to-5-Leute. Wir waren zusammen in einem Projekt, da waren sehr viele 9-to-5-Leute. Das heißt, die wollen einfach nach 5 Uhr wollen sie sich nicht mehr mit der Sprache auseinandersetzen. Hauptsache, sie werden bezahlt. Diese Leute kommen alle mit verschiedenen Ansprüchen an eine Sprache ran. Open Source und Freaks
Das sind ja die Modulautoren, die man ansprechen muss. Employer und Manager, das sind mehr so die Richtung BWLer, die gehen marktwirtschaftlich an die Sache ran. Dann gibt es die Leute, die auf Spezialdomänen unterwegs sind. Die Sysadmins, Leute, die mit SQL arbeiten, Leute, die im Webbereich sind, Bioinformatik. Und natürlich ist das jetzt nicht disjunkt, da sind Überschneidungen möglich. Nun, Kriterien, die diese Leute anwenden, da möchte ich mich jetzt einfach nur mal auf zwei Gruppen konzentrieren. Aber was bei allen zutrifft, ist, wie einfach ist der Einstieg, wie zugänglich ist die Doku, welche Entwicklungstools werden mir angeboten, welchen Spaß habe ich, wie schnell komme ich zu Erfolgserlebnissen, welche Pakete und Frameworks sind vorhanden. Jetzt einfach nur mal zwei wichtige Multiplikatoren rausgegriffen. Lehrer und Akademiker, wie gut ist das Lehrmaterial aufgebaut, wenn es vorhanden ist? Wie einfach kann ich sie in mein Curriculum einbauen? Wie wissenschaftlich stellt sich die Sprache dar? Und wie orthogonal ist sie? Do what I mean. Brüche mit der Orthogonalität sind da ein großes Problem. Wenn ich den Leuten erst drei Stunden, also wenn ich ihnen argumentativ sagen muss, ja, aber nur bei globalen Variablen, habe ich ein Problem. Dann Employer Manager. Die Verfügbarkeit, also neben den rein kommerziellen Sachen, wie viel Geld steht mir zur Verfügung und wie viel Geld kann ich damit noch reinholen und wie kann ich mich in der Hierarchie meiner Firma hocharbeiten, indem ich noch mehr Employees habe, sind Entwickler verfügbar? Finde ich sie auf dem Markt? Habe ich sie überhaupt innerhalb meiner eigenen Firma? Finde ich sie auf dem Markt und kann ich sie selbst ausbilden? Das ist eine wichtige Sache. Wenn ich sie nicht habe, muss ich sie ausbilden. Wir sind sehr stark davon getrieben, dass Leute auch ausgebildet werden. Und wie gut verkauft sich die Sprache? Ich denke, es ist jetzt zu diesem Zeitpunkt klar geworden, dass wir es mit verschiedenen Gruppen, mit verschiedenen Anspruchshaltungen zu tun haben. Die einen wollen eine Skriptsprache haben, die anderen wollen eine OO-Sprache haben, die dritten wollen eine funktionale Sprache oder eine modulare Sprache haben und so weiter, und dass sich das ein bisschen beißt. Und kann man diese Anforderungen überhaupt auf einen Nenner bringen? Und hier fange ich jetzt einmal an zu meditieren. Wir waren auf dem Geschichtstrack. Jetzt gehen wir weiter, was ab 2000 passiert ist. Ab 2000 wurde Perl 6 konzipiert. Und da wollte man nicht mehr die Fehler machen mit der Backwards Compatibility. Also hat man gesagt, man macht einen kompletten Redesign. Jetzt denken wir uns doch mal eine alternative Reality. Was wäre, wenn wir Perl 5 mit Pragmas zugeschnitten hätten? Ein Use Precise für ein sensibles, super striktes Perl, das möglichst orthogonal ist. Ich bin in 5 Minuten fertig. Passt das dann? Ein Use Precise für ein penibles, super striktes Perl, ein Use Script für ein bashiges Perl, obwohl man das wahrscheinlich auch weglassen könnte, das wäre immer noch da, und ein Use ECMA, um JavaScript zu generieren. Ich werde jetzt nochmal kurz auf die Details eingehen. Und dann könnten wir die Anforderungen durch Projektion erfüllen. Es wäre immer noch die gleiche Sprache auf der gleichen Engine, die aber dann auf die verschiedenen Anforderungen projiziert werden. Und das ist wirklich die gleiche Figur, die dann so zugeschnitten wird, dass sie da perfekt reinpasst. Danke. Ich bin froh, dass dass hier PDF auf dem Mac nicht scheitert. Und dieselbe Engine, es wäre immer noch kompatibel zu CPAN, weil es ein Pragma wäre, könnte man immer noch alle Module benutzen und es wäre transformierbar. Das mein Ideal wäre dann, dass man auch von den verschiedenen Projektionen in die andere Projektion noch transformieren könnte, weil es wäre ja immer noch auf der gleichen Codebasis. Use Precise, und hier muss ich sagen, ich wollte ursprünglich den Namen Anal nehmen, wie anal fixiert. Im Englischen gibt es ja, aber googelt mal Bilder zu Anal Perl. Das ist marketingtechnisch nicht so gut. Ich habe geguckt, was penibel auf Englisch gibt. Da gibt es precise, vielleicht wäre painful noch besser. Das heißt, eine starke Limitierung der erlaubten Spezialvariablen wären gedacht. Natürlich einige, auf die könnte man nicht, Dollar Underscore, auf die könnte man nicht verzichten. Eine Abbildung der Feature auf ein Objektmodell. Ich fände es gut, wenn ich über eine Objektschnittstelle zum Beispiel auf Spezialfeatures von RegEx zugreifen könnte. Eine Orthogonalisierung der Sprache, soweit es geht. Autoboxing fände ich gut, dass man zum Beispiel sowas schreiben könnte, statt
Push und dann aufwendiges Klammern und so weiter für das Add. Per Critic auf Compiler-Ebene quasi. Das würde Vereinfachung der Tutorials und ein Opinionated, also ein Default Formatting. So würde ich mir ein Precise vorstellen. Und wirklich, Leute, das muss nicht jedem gefallen. Aber wenn einer von den Multiplikatoren das haben möchte und sagt, das ist die Anforderung, um meine Leute schnell ausbilden zu können, dann könnten sie das einschalten. Ein Script Perl würde dann mit einem besseren interaktiven REPL kommen, wäre ein Konkurrent zu Bash, würde man direkt auf der Kommandozeile ausführen. Piping würde man durch diesen Map-Grab-Syntax halt von rechts nach links machen. Prozessmanagement müsste man machen. Wäre ideal für Sys-Admins, ideal für Try and Error und sofortiges Ausprobieren. Jetzt habe ich den Cursor wieder im Bild, aber ich werde ihn diesmal nicht rausholen. ECMAPerl, und dazu muss man sich überlegen, JavaScript. Brent Eich hat mal in einem Interview zugegeben, dass er sich Perl sehr genau angeguckt hat, als er JavaScript designed hat. Es ist so gewesen, dass er die Vorgabe gehabt hat, damals von Netscape, weil sie damals mit Sun kollaboriert haben, dass er einen Java-artigen Syntax nehmen sollte. Die Sprache hieß anders, er wurde ursprünglich auch eingestellt, um eine Lisp-artige, Scheme-artige Sprache zu programmieren. Deswegen ist JavaScript auch so funktional. Und JavaScript ist, wenn man sich die Funktionalität anguckt, also abhängig vom Syntax, zu 95 oder mehr Prozent direkt auf Perl abbildbar. Closures, lexikalische Variablen, Package-Variablen sind dann Objektvariablen und so weiter. Perl könnte locker mithalten, aber es gibt wirklich mittlerweile mehrere Dutzend Metasprachen, die zu JavaScript kompilieren sollen. Perl könnte da locker mithalten. Man müsste Perl einfach nur einschränken, um dann ein ECMAScript zu haben. Und Perl wäre wieder auf allen Plattformen verfügbar. Man könnte sogar sich denken, dass es eine strategische Partnerschaft gäbe, so wie ein europäisches Unternehmen und ein amerikanisches Unternehmen miteinander fusionieren und beide Märkte miteinander abdecken würden. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, wären klare Abgrenzung der Anwendungsdomänen, klare Begrifflichkeiten und Definitionen. Der Tool-Support würde einfacher werden für die verschiedenen Bereiche. Schulung und E-Learning wäre viel einfacher, Dokumentation wäre einfacher. Das hieß, wir hätten ein schärferes Profil. Wenn wir von einem Painful-Script Perl reden, wenn wir von einem ECMAPerl reden, wir könnten das schärfere Profil, würde es uns auch vereinfachen zu argumentieren. Wenn ich zu einem BWLer gehe und dieses Painful-Perl verkaufen bräuchte, bräuchte ich ihm nichts mehr über Spezialvariablen zu erzählen. Und das würde sich sofort auf das Marketing durchschlagen. Perl hätte dann ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich könnte tatsächlich jetzt auf der Konsole eine Entwicklung anfangen, mal schnell was ausprobieren und diese Skripte dann von einem Status in den anderen Status konvertieren, indem ich über die Opcodes gehe, von den Opcodes wieder zurück kompiliere in verschiedenen Formen. Und das wäre die einzige Sprache, wo ich dann voll skalieren könnte, von einer CLI bis zu einer Multimodulsprache. Das hieße, jetzt könnte Chaka Khan ein bisschen besser sehen, hoffe ich. Ich könnte dann, das gibt's gar nicht, das Bild ist so zerhackt. Ich hab's auf meinem Handy, ist egal. Jedenfalls bin ich in der Zeit. Danke.